Vor kurzem gab es ein Gewinnspiel mit dem ApoOne von Survival Lily. Der oder die Gewinnerin steht fest. Was er ist, das erfährst du hier im Video. Aber ich habe mal gedacht, weil so viel mitgespielt haben und so viel Interesse an diesem coolen Messer hatten, gibt es jetzt auch ein Gewinnspiel mit dem ApoOne S. Wenn du wissen willst, was das heißt und ob du gewonnen hast und sowieso und überhaupt, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du hier am Messerkanal dabei bist. Da geht es nur um Messer, Messer und dieses Mal um das ApoOne und das ApoOne S von der Survival Lily. Ich habe Anfang Mai ein Video gemacht mit einem Gewinnspiel. Übrigens, der Gewinner oder die Gewinnerin wird jetzt hier dann verlautbart. Also bleibt dran, es ist spannend. Es haben extrem viele Leute mitgemacht. Danke dafür, extrem viele Kommentare. Und super, ich gebe da oben beim i den Link. Und dort ist es halt ganz einfach so, dass sehr viele dieses Messer hier haben wollten. Gut. Das Video hat anscheinend auch die Survival Lily gesehen. Und hat mich angerufen. Ich war momentan ganz überrascht. Und, oh, was? Survival Lily ruft mich an. So. Und wir haben sehr lang geplaudert. Und die Lily hat mir ein unwiderstehliches Angebot gemacht. Und ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich bin auch nur ein Reini. Und zwar, sie hat gesagt, schau mal her. Es gibt auch das ApoOne 1S, eine veränderte Version würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn du dir das anschaust, eine längere Version, ja, ein bisschen länger, ein bisschen anders gebaut, der Griff ist deutlich länger, also für alle, die da drauf stehen, einen richtig fetten Griff in der Hand zu haben, die sind da extrem gut bedient. Ja. Ich finde insgesamt, sehe ich relativ wenig Unterschied, sind hier so kleine Details bei der Schleifkerbe, aber wir werden es jetzt dann nachher auch gleich einmal ein bisschen testen. Und hat gesagt, Reini, willst du mein Dealer sein? Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich, ich will das. Das bedeutet, es gibt jetzt auch das ApoOne 1S bei mir im Shop. Billigste Eigenwerbung, den Link gebe ich dir natürlich unten. Aber. Das ist noch nicht alles. Ich habe dieses Messer jetzt erstmalig hier in der Hand. Ich habe noch gar nichts damit gearbeitet und will das hier in diesem Video ändern. Und ich werde in dem Video natürlich auch verraten, wer das hier gewonnen hat und wer dieses Messer gewonnen hat. Wenn du jetzt sagst, Reini, du bist total irre, was erzählst du? Das ist doch wirres Zeug. Dann bleib dran, es lohnt sich. Nochmal die zwei Messer im Vergleich, beide mit dieser ja, Secure X Scheide, da gibt es überhaupt keinen Unterschied, ist eine tolle Sache, da gibt es überhaupt nichts. Und wenn ich mir jetzt hier die zwei Messer anschauen, das ist das ApoOne S, ja, und hier das Standard ApoOne, dann siehst du, dass hier einerseits diese grünen Einlagen bei der Griffschale passiert sind und dass der Griff einfach viel mächtiger ist. Das Chimping ist ein bisschen mehr ausgeprägt, aber was ich auch merke, der Klingenrücken, der ist viel schärfer, der ist noch einmal deutlich verbessert. Also das merke ich hier, werden wir dann aber auch gleich austesten. Und es ist halt insgesamt etwas länger und etwas wuchtiger und hat dadurch, das mutmaße ich jetzt mal, einfach mehr Zug. Aber reden ist das eine, tun das andere. Wissen liegt im Tun. Wir werden es jetzt herausfinden, was es kann. Ja, bevor wir überhaupt irgendwas schnitzen oder irgendetwas anderes tun, müssen wir batonieren, weil es ist ein Apocalypse Survival Knife und natürlich auch dementsprechend was aushalten. Ich sehe, also da ich ja die, ich sage jetzt mal, erste Version kenne, muss ich gleich einmal dazu sagen, dass mir die ApoOne 1S, was auch immer das S heißt, das heißt vielleicht Super oder Super Survival oder so irgendwas, noch einmal ein Tick besser gefällt. Also einerseits, es gibt dem Messer noch einmal gescheit Wucht. Ja. Das liegt sehr gut in der Hand. Ist nämlich noch einmal ein bisschen dicker gemacht. Auch hier diese Ausnehmung da nach hinten. Wir werden dann nachher auch hacken damit. Also das liegt sehr schön in der Hand. Das gefällt mir irrsinnig gut. Und dass natürlich solche kleinen Batonarbeiten für das Messer überhaupt kein Problem sind, das ist überhaupt kein Thema. Gut, dann wollen wir uns einmal anschauen, das ist jetzt Buchenholz übrigens, ja, Rotbuchenholz, jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wow, wieder die Locken rausarbeiten. Ich habe vor einiger Zeit ja ein Video gemacht, wo ich mit dem Mora Fire Knife Locken gemacht habe und da habe ich viele hämische Kommentare bekommen, mit denen ich extrem gut zurechtkomme, ist mir wirklich wurscht, ja, also das ist jetzt keine emotionale Aufarbeitung oder so irgendwas, aber das kann, die liegt mir ganz einfach nicht so zum Locken machen und man sieht jetzt hier bei diesen
Das ist eine sekundäre Phase drauf. Das schaut für mich aus wie ein Flachschliff, aber wer bin ich? Ja, wer bin ich? Ich bin kein Messerexperte. Also da sind die Locken einfach viel schöner, ja, weil also mir liegt das viel besser in der Hand und ich kann damit besser umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass man mit einem Scandi das nicht machen kann, ganz im Gegenteil. Aber konnte ich früher auch, aber da ich mit dem Scandi jetzt in der letzten Zeit so gut wie überhaupt nicht arbeite, letzte Zeit, Jahre eigentlich, ich begonnen habe, habe ich gern Scandi gehabt, aber da habe ich mal gesagt, nee, mit dem Flachschliff kann man überhaupt nichts tun. Ja. Aber ja, das ist einfach nur so ein Gefühl. Übrigens, wenn du dich für eine Survival Instructor Ausbildung interessierst, also eine Survival Trainer Ausbildung bei mir, damit du selbst deine Basic Kurse geben kannst oder in späterer Folge auch Expertkurse oder Extrem oder Advanced oder Orientierung oder Nahrungskurse, dann gebe ich dir auch unten den Link. Wir haben nämlich eine eigene Ausbildung dazu gestartet, also wenn dir das interessiert, dann schau auch vorbei. Denn was ich halt schon merke, ist, dass es für die Teilnehmer bei meiner Trainerausbildung immer wieder der Fall ist, dass dieses Lockenmachen am Anfang wirklich schwierig ist. Aber mit ein paar Tricks und ein paar Tipps kann man extrem gute Ergebnisse bringen. Und da haben wir auch einmal die Woche einen Live-Call. Und letzte Woche hat einer gesagt, mit den Tipps und mit der Veränderung des Messers, ja, lassen sich einfach, also mit dem Anschliff, lassen sich einfach extrem gute Ergebnisse bringen. Und ja, das haben wir jetzt hier auch. Also Locken macht das Apo One S von Lilly. Ohne Probleme. Gut, jetzt wollen wir aber natürlich auch anzünden. Ja, die lieben Locken. Feuerstahl. Jetzt ist es so, dass dieses Teil hier an dieser Stelle ein Chimping hat, das heißt, ich muss weiter vorne nehmen. Nehme den XXXL Feuerstahl, den es bei mir natürlich, das ganze Video einfach ist ein Werbevideo, das muss da klar sein. Ja, in eigener Sache selbstverständlich. Nehme ich den XXL Feuerstahl. Und das ist gut, das ist jetzt da blöd. Also, du siehst die Funken, die rausgehen, die sind wirklich ordentlich. Die sind wirklich ordentlich. Habe ich wahrscheinlich wieder das grindigste Holz genommen. Bei mir liegen diese Scheite da nämlich einfach herum und da regnet es drauf und trotzdem, ich meine, das Kernholz ist dennoch noch immer das trocknendste Holz, das ich finden kann, aber natürlich trotzdem, wenn es schön irgendwo liegen würde und schön trocken und Sonne drauf scheinen würde und nicht irgendwie so da im Gatsch herumliegen wird, dann wäre das Holz wahrscheinlich zum Anbrennen noch einmal ein Stück besser. Aber auf jeden Fall, das Messer macht das alles mit. Wie gesagt, der Klingenrücken ist extrem scharf und ich habe diesen Negativpunkt, für mich Negativpunkt möchte ich hinzufügen, das letzte Mal schon gesagt, ich mag Chimpings nicht, weil dadurch bin ich in meiner Arbeit, so wie es halt ich mache, einfach gestört, weil ich möchte, dass ich gestört bin, das ist schon klar, aber dass mich etwas stört, das ist auch, das ist das andere Thema. Ich würde nämlich genau hier an der Stelle, wo dieses Chimping ist, den Feuerstahl bedienen. Es geht auch anders, ja, ohne Probleme, wie du siehst, so abartig gut. Aber das ist halt das Einzige, was man nicht taugt. Aber so bin ich halt. Gut, dann werden wir mal ein bisschen hacken. Und zwar zuerst mal in den Hackstock, um zu schauen, wie es vibrationstechnisch ist. Und das ist interessanterweise sehr, 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 sehr gut. Was ist das für Stahl? Ein Aus 8 Taiwan Stahl. Ja. Das Messer kann man schön weit hinten greifen. Ja. Hier ist auch noch einmal so eine kleine Nase und auch, ich habe das vorher schon angesprochen, hier der Griff ist etwas verdickt. Das ist auch im Vergleich zum Apo One meiner Meinung nach noch einmal ein bisschen besser gelöst. Wenn du hier hinten dann auch noch ein Lanyard mit anbringst, ja, ob jetzt als Handschlaufe oder gerade raus, ist vollkommen egal. Damit hat das Ding extremen Zug. Und da ich ein alter Kabaldundel-Syndromer bin, wenn du sagst, was ist das, dann bitte den Herrn Google fragen. Spüre ich solche Dinge hier natürlich im Handgelenk relativ rasch, wenn etwas massiv vibriert. Und das ist hier nicht der Fall, also das ist wirklich sehr, sehr nett. Wirklich sehr, sehr nett. Ah, jetzt wollen wir es mal so richtig ausprobieren. Ja. Und zwar, man nehme einen toten Eschenstamm. Schön ausgetrocknet. Ich meine, der ist auch nass, der liegt auch in der Wiese, aber ist wurscht. Der ist trotzdem trocken. Macht Spaß, muss ich wirklich sagen, macht Spaß. So, jetzt werden wir mal schauen,
Ob sich da schon irgendetwas klingenmäßig getan hat? Gar nichts, kann ich dir dazu sagen, weil manche sagen Schmutzstahl, Ausachstahl, das böseste Stahl, was es gibt. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Also kaputt ist es nicht, nach dem bisschen Hacken hier. Wie gesagt, Esche, nicht unbedingt das weicheste Holz. Also das macht wirklich mit. Das Arbeiten macht auch Spaß, also da arbeitet sich auch wirklich etwas ab. Ich meine, dass das jetzt keine Axt ist, das ist ganz klar. Aber es soll ja ein Allround-Survival-Messer sein. Und das macht es mal auf jeden Fall. Das finde ich gut. Dann tun wir gleich weiter. Wie gesagt, manche meinen, das ist Schmutzstahl, Schmutzstahl. Ja, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist der schmutzig, der Stahl, vielleicht brunzen die Taiwanesen rein, wenn sie das härten, dadurch ist er schmutzig, oder? Ich weiß nicht, die geben irgendwelche Verunreinigungen rein, die werfen ihren Müll da rein und ja, schmelzen das ein und schicken das dann nach Europa. Ich habe keine Ahnung, ja. Das kann alles sein. Aber wir wollen wissen, ob das Messer bricht, ob es reißt, ob es ein Schaf mit Quasteln ist, wie man so schön sagt. Also, dass ein Messer kein Brecheisen ist, besonders nicht so ein Messer hier, weil das ja für den Outdoor-Bereich gedacht ist und nicht unbedingt dazu da, für eine Einsatzorganisation irgendwelche, weiß nicht, Stahltüren aufbrechen oder sowas, ja. Also, daher. Nein, also ist flexibel. Ich merke natürlich, dass es sich verbiegt, aber es bricht jetzt nicht gleich, ja. Also das ist einmal gut. Das gefällt mir sehr gut. So, das ist einmal fein. Dann, hier hinten ist ja im Endeffekt ein Hammer. Ja, so. Zum Hämmern, aber es ist halt ein bisschen gebogen. Ja, also insgesamt vom Stil her. Aber jetzt interessiert mich trotzdem, ob man das hier auch als, ja, zum Einhämmern benutzen kann. Natürlich kann man das. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann natürlich schon abrutscht, das ist klar, aber das soll so sein. Und dieses Stahlteil schützt auch die Griffschalen etwas, also das ist einmal in Ordnung. Excalibur, ich will der König sein! Schauen wir mal. Ich habe mal so schon einmal eine Messerspitze abgerissen, aber ja, ja, das kann nicht passieren. Also auch da, ja, schön elastisch. Ja, bricht jetzt nicht gleich ab. Ja. Und mir ist natürlich klar, ich meine, wo sind die Anwendungsgebiete, ja, von so etwas hier? Und da tue ich mir halt schwer. Ja. Also, dass man mal mit der Spitze arbeitet, das ist keine Frage. Aber, und wenn es abreißt, dann ist ein Materialfehler und muss ausgetauscht werden. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das funktioniert. Ich meine, die Geschäftsbeziehung zwischen mir und der Lilly ist jetzt neu. Aber ich als Händler muss da ja sowieso in so einem Fall helfen. Also das ist überhaupt kein Thema. Mir ist nichts bekannt, dass irgendein Lilly-Messer abgerissen wäre. Auch unsere niederländischen Freunde, die das Epuron 1, das war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich das erste Video gemacht habe, sich blöd mokiert haben, haben es auch nicht geschafft, das Messer irgendwie richtig zu zerstören. Nein, also, das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall. Und jetzt nochmal zurück zur Spitze. Was natürlich sein kann, ist, dass du tatsächlich jetzt im Outdoor-Survival sagst, okay, ich möchte daraus hier, ich meine, das ist jetzt nicht das richtige Stück, aber ich möchte eine Schüssel machen. Und die Schüssel, die kann man brennen, aber es ist natürlich sehr hilfreich, das ist nicht hilfreich, dieses Stück hier, weil das immer hin und her plattelt, dass man hergeht und jetzt hier, also eine Schüssel, so eine Wasserschüssel, wo man dann nachher zum Rausbrennen benutzt. Und das ist halt so, dass man das Messer schon ein bisschen als Hebel verwenden mag. Und ich hatte das auch schon einmal gemacht mit einem anderen Messer und das ist nicht so gut ausgegangen. Aber das hier, das macht das alles mit. Also wie gesagt, weil, warum ich da jetzt überhaupt so lange herum tue, liegt jetzt nicht daran, dass ich die Messer verkaufe. Das ist jetzt gar nicht der Punkt, weil das könnte ich ja bei anderen auch. Sondern weil es böse Kommentare gegeben hat, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich kann das echt nicht verstehen. Die sagen, ja, das ist ein Lilly-Messer, ist ein Scheiß. Das ist überhaupt kein Scheiß. Das kann da gefallen oder auch nicht gefallen. Und das ist, ich finde das eigenartig. Ich finde das wirklich eigenartig, dass man ohne
das Ding wirklich zu haben, einfach nur mal, weil es halt, weiß ich nicht, die Lili gemacht hat oder designt hat, wenn es selber gemacht hat, das ist nicht, hat ein Hersteller für sie gebaut, ja? Sie das entwickelt hat und dass ihre Idee ist, dass man da im Endeffekt negativ drüber arbeiten muss. Also das, ich finde das wirklich tief, ja? Ich finde das wirklich, wirklich tief, weil ich habe auch einen Kritikpunkt, das ist das Chimping, aber das sage ich bei jedem Messer und das ist einfach so und dazu stehe ich und das ist in Ordnung. Ja? Aber deswegen braucht man nicht blöd persönlich werden, ich mag sowas überhaupt nicht. Also, da ist jetzt die Idee und das macht die Spitze ohne weiteres mit. Ich meine, warum soll die Spitze abbrechen, ja? Bei sowas hier? Dass ich mir hier schon einmal der Reihe nach, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Hier schon einmal ausarbeite und hier das Material ausarbeite. Und dann hier die Glut reingeben und drauf blasen, ja, mit einem Blasrohr oder sonst irgendwas. Und dann brennst du hier im Endeffekt eine Schale aus. Und das ist für so Primitive Native Survival auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber damit es einfach schneller geht, weil sonst sitzt du und machst eine meditative Arbeit, die vielleicht bei Stressabbau durchaus sinnvoll sein kann. Machen wir auch bei solchen Firmenkursen, machen wir das auch. Aber wenn wir wirklich Ergebnis haben wollen, wenn wir es brauchen, weil wir ein Extremtraining machen, indem wir einen Behälter relativ rasch brauchen, mit dem wir das Wasser abkochen können und nicht die dazugehörigen Pflanzen da sind, wie eben Rohrkolben oder japanischer Staudenknöterich, der schon eine hohle Struktur ist und ich habe nur ein Messer mit, Survival Extrem, überleben nur mit dem Messer, dann muss ich auf diese Art und Weise arbeiten, weil der größte Faktor da draußen einfach die Zeit ist, die gegen dich arbeitet. Es arbeitet die Zeit gegen dich und du hast eben nur eine gewisse Kraft und du hast, die ist unterschiedlich, der eine ist kräftiger und stärker, mental aber auch körperlich, aber was alle gleich haben ist die Zeit. Die Uhr tickt, jede Sekunde ist bei jedem gleich. Und wenn du die nicht effizient nutzen kannst und weißt, was du tust, dann wirst du ein Problem haben bei einem Survival-Extrem-Training oder bei einer Survival-Extrem-Situation, wo du eben nur mit dem Messer draußen bist. Und ja, das Messer macht das einmal auf jeden Fall so in dieser Art und Weise mit. Und das gefällt mir. Also Spitze bitte, liebe Leute, wenn ihr solche Kommentare lest, könnt ihr sagen, Daumen nach unten, meine ich. Und natürlich, das hätte ich fast vergessen, klassische Schnitzarbeiten wie bei einem Hasel sind natürlich auch möglich. Dass das natürlich kein Opinel ist oder ein dünnes, schlankes Moor, ein Schnitzmesser, das ist uns klar. Powercut geht natürlich auf jeden Fall hier. Na, und auch auf die Frage, weil die auch immer wieder kommt, warum Powercut? Mit dem Powercut kann ich relativ rasch relativ viel Material abarbeiten, ohne mich zu verausgaben. Und weil ich ja Karpaltunnelsyndrom habe, ist dieses Arbeiten für mich immer, nämlich wenn ich mehr arbeite, nicht wenn ich fürs Video ein bisschen schnitzen tue, sondern wenn wir wirklich arbeiten, einfach für mich anstrengend und dann tut mir die Hand weh und dann falle ich aus und habe ein Problem. Bei dem hier halte ich nämlich mein Gelenk ganz locker und die Kraft und die Belastung geht ganz anders weg und ich bin auch viel schneller und arbeite mehr Material weg. Daher Powercut gehört ganz einfach bei einem Messer dazu. Aber was ich sagen wollte, ja, also das Lili Apo One 1S macht auch Schnitzarbeiten, selbstverständlich, die halt für so ein großes Messer denkbar sind, also das passt für mich auch. Gut, was ist nun das Fazit und wer hat gewonnen und wie sowieso und überhaupt? Also, Fazit, Messer super. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, es ist noch einmal ein bisschen größer, es ist noch einmal ein bisschen fetter, es ist noch einmal ein bisschen... Also das hier ist ein leichteres, das ist deutlich leichter, hat aber dadurch einfach auch weniger Zug. Das hier ist noch einmal ein bisschen fetter. Also für alle, die so in Richtung A1 tendieren, Feldkniffen A1 sind hier gut bedient. Und das ist für mich so, obwohl die Klingenlänge jetzt nicht hundertprozentig ident ist, das ist so S1 und das ist A1. Und wenn man jetzt den Feldkniffen-Vergleich machen mag, und da musst du dich jetzt selber ganz einfach einordnen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich die hier verkaufe, definitiv nicht, weil du kannst doch was anderes kaufen oder woanders oder sonst was. Wenn ich mir eins von den beiden aussuchen müsste, die Wahl habe, würde ich das A1 nehmen, das S1 nehmen oder das 1S, ich habe keine Ahnung. Das hier mit den grünen Einlagen, das beim Reini unten auf den Link klicken im Shop gibt. Und das ist nämlich jetzt auch gleich der Punkt. Der Gewinner oder die Gewinnerin, ich weiß das nicht genau, das ist irgendein Codename, daher weiß ich nicht, ob Mandel oder Weiberl, hat das hier gewonnen und weil so viele mitgespielt haben und sich so viele gefreut haben, verlose ich auch das hier. Das heißt, es gibt zwei Gewinner und ob du gewonnen hast, weißt du, wenn du unterhalb von den
Video hier. Da gibt es nur einen einzigen Link dieses Mal. Ja? Keinen Waldurlaub-Link, gibt es alles nicht, sondern nur einen einzigen Link zum Draufklicken, dass es einfach ist. Und du kommst auf meine Webseite. Und dort stehen die zwei Namen, die einerseits einmal das APO-1 und das APO-1S gewonnen haben. Genau dieses hier. Einfach, weil es lustig ist. Du kannst natürlich auch das hier, wenn du nicht gewonnen hast, beim Reini käuflich erwerben. Und ich werde mir jetzt noch eins holen. Also genau das, was ich jetzt hier benutzt habe, gibt es mit einer Autogrammkarte übrigens. Auch das mit einer Autogrammkarte von mir, dass du ein Lilienmesser vom Reini hast, zugeschickt. Und ich werde mir jetzt noch eins holen aus dem Lager. Und wir werden das tatsächlich beim Survival Extreme Training, das es heuer gibt, im Jahr 2021 mitnehmen. Und ich werde das an einen Teilnehmer, sind meistens Teilnehmer, ausgeben, und er darf dieses Messer auch wirklich wahrlich testen und ausprobieren. Und ich werde ein bisschen mitfilmen, werde ein bisschen mitfotografieren, gibt es dann auch alles auf Instagram. Schau ganz einfach vorbei. So, und jetzt noch was. Wenn du das APO-1 1S bei mir kaufst, weil das ist so ein Running Gag irgendwie geworden bei den ganzen Kommentaren, dann gibt es bei mir etwas, und zwar, du kriegst das Messer und in dieser Box ist dann eine Autogrammkarte von mir dabei. Das heißt, wir machen uns ein bisschen Spaß. Ja? Ein bisschen Spaß. Du kriegst ein Lilly-Messer, weil das Lilly auch in der Hand hatte, denn die Lilly, das weiß ich, kontrolliert alle Messer selber händisch. Das weiß ich, weil ich jetzt mit ihr in Korrespondenz bin. Und das heißt, du hast ein echtes Lilly-Messer und Autogrammkarte, die der Reini unterschrieben hat. Das heißt, du hast ein Lilly-Reini-Messer, Reini-Lilly-Messer, nein, ein Lilly-Messer, das der Reini verkauft mit seinem Autogramm drauf. Na, ist egal. So, das war's jetzt dazu. Also, danke fürs Mitspielen. Alle, die mitgespielt haben, herzlichen Dank. Sei nicht traurig, wenn du es nicht erwischt hast. Du kannst das ja auch käuflich erwerben. Die zwei Gewinner sind auf meiner Webseite unterhalb von diesem Link hier. Such ein bisschen herum, dort wirst du das dann auch gleich finden. Ausgeschrieben. Bitte melde dich direkt bei uns. Ja, die E-Mail-Adresse und alles steht auch mit dabei. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Liebe Lilly, bin mir sicher, dass du das Video auch siehst. Danke für das unwiderstehliche Angebot, das ich natürlich annehmen musste. Also, danke dafür. Danke an alle, die zugeschaut haben. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link, billige Eigenwerbung gibt es natürlich auch. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann. Bis bald und Lilly Messer Rocks.